Herzlich willkommen hier im nächsten Mindtest-Vlog von Stogromi, aka Tobias. Und wir wollen heute programmieren. Soll der kleine rote Block da stehen? Turtles mit Schildkröten. Und dafür muss ich mir jetzt einen V-Bot im Shop links kaufen und ihn dann so programmieren, dass er durch den Parcours kommt. Okay, und dann? Ah, und dann kommt er automatisch runter. Ah, es war viel einfacher, als ich dachte. Kann ich die irgendwo hinsetzen und dann wieder mitnehmen? Was? Dann das diese roten, abbauen. Dann nimmst du diese roten mit. Blöcke, die sind nur für mich zur Orientierung, wo ich bin. Also nicht wundern. Also wir müssten jetzt eigentlich noch ein Feld mehrere, also ich hatte jetzt nicht mehr. So. Und wie speichere ich das jetzt? Gar nicht. Geht nicht. Muss man immer neu machen, wenn man es wenn man umsetzen will. Ah ja, der. Und wie muss man es auch umsetzen? Einfach abbauen, aber dann ist da, was du drei programmiert hast, geht es nicht. Ja, aber wie kann ich die jetzt loslaufen lassen? Oben, da ist so, warte, da oben ist so ein genau, Daumen jetzt läuft Knopf. Sie. Ah, die läuft schon, cool. Ich hab schon verstanden, ach, und die läuft auch hoch. Ei. Ja. Meine macht gerade den Parcours. Und kann ich die jetzt wieder einfangen oder nicht mehr? Du musst sie abbauen. Oder sie rund oder sie. Dann ist sie tot, ja? Oh, Jurek, hast dich um einen verrechnet? Ja, schade. Oh. Aber egal. Dann drücken, damit sie das macht. Aber ich kann sie von der Stelle weiter arbeiten lassen. Ich kann sie jetzt wieder runter machen lassen. Ja. Und Jurek, du kannst sie auch noch schneller laufen. Das Wichtige ist, ich muss mir das gleich alles aufschreiben, was ich hier programmiere. Genau. Das ist, glaube ich, am Ende gut, ja. Stimmt, es gibt ja diese Sachen am Rand. 1, 2, 3, so, ich geh mal einfach 2 runter. Vielleicht sind es auch 3, ich probier's mal. Gegenrichtung. 2. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Martin schreibt gerade, man muss dann mit leerer Hand Linksklick machen. Und dann kann man sie wieder mitnehmen? Was? Dann kann man sie wieder. Darf ich mal deinen Parcours probieren? Linksklick? Ach, dann geht sie los. Jetzt bin ich auf der Startposition. Und jetzt muss sie. Achtmal vor. Wie lange habe ich jetzt für dieses Parcours gebraucht? Wann haben wir angefangen? Um 14 Uhr. Dann muss sie nach rechts gehen. Mal gucken, ob er funktioniert. Rechts geht sie dann 2. Ich bin jetzt auch gespürt. Er sollte es ein Schnellformat sogar machen. Zweimal vor, dann geht sie nochmal nach rechts, dann geht sie. Achtmal vor und dann geht's hier nochmal nach rechts und geht 2-mal vor. Mal gucken, ob's klappt. Jetzt wird mal gucken, wo die Turtle jetzt hinläuft. Das machst du gut, Schildkröte, das machst du gut. Das sieht doch sehr gut aus, wie die läuft hier. Das sieht doch perfekt aus, als würde sie den ersten Parcours super einfach schaffen. Ich laufe mit der Schildkröte um die Wette. Ja. Die Schildkröte sogar schneller. Ja! Jojojo! Ja, okay, let's go. Nein! Von der Tendenz war es richtig, aber irgendwie ist es falsch. Oh, der Anfang sieht gut aus. Diese Turtle scheint es wirklich zu schaffen. Was hast du vorhin falsch gemacht? Hast du einfach in die falsche Richtung gestartet? Ja. Das heißt, eigentlich war alles richtig, nur der Anfang falsch? Genau, das war's. Und hast du es kopiert dann nochmal oder hast du alles jetzt nochmal geschrieben? Ich habe alles nochmal neu geschrieben. Das kann man dann nicht nochmal ändern irgendwie, oder was? Jubiä, sie schafft es! Und jetzt ist halt, dass die in die falsche also Richtung guckt. Die müsste sich jetzt noch drehen. Einmal zum Schluss, dass sie dann wieder im Startpunkt ist. Gucken wir uns doch mal glatt an, was hier entstanden ist. Ein sehr goldener Turtle, ein lilaner Turtle-Parcours mitten in gelben, goldenen Leuchten. Mhm. Und aber startet ihn jetzt die Turtle. Mal gucken, ob die Programmierung stimmt. Ich hoffe es doch. Ab
Bisher klappt alles. Ich hab gerade versucht. Das. Ja, die sprintet wie eine Kanone. Oh nein! Jetzt ist ein Fehler. Nein. Okay. Und die Türken läuft wieder los? Jetzt ist richtig. Der dritte Versuch, mal sehen, ob es jetzt richtig ist, dann endlich. Jetzt kommt der spannende Moment. Dreht sie sich in die richtige Richtung? Ja! Ja! Mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Wir haben noch ein paar Hürden. Ja, aber sieht doch super aus. Guck mal. Die Glibber hat sie auch geschafft. Das ist bisher mein weitester Rekord. Ja. Kleine Turtle, das machst du brav. Mhm. Aber mein Parcours finde ich auch schon ganz schön schwer. Ja. Man muss, nicht meinen an. Man muss fast das ganze Inventar voll machen, damit man es überhaupt erstmal fertig hat. Und jetzt startet meine! Yeah. Ach, jetzt startet jetzt Jurex. Kann Jurex sogar starten und Jurex cool. Startet gleich über meine, mir. Und die ist richtig schnell. Meine ist richtig eine Rakete. Meine hat noch keinen Fehler gemacht. Doch! Ja. Aber fast! Für den Anfang war es gut. Dann sind wir jetzt hier bei Karins Strecke und können mal gucken, wie Karins Turtle losläuft. Da nimmt sie schon mal jedes Hindernis. Was ist denn, wenn jemand im Weg steht? Läuft da durch. Dann rusht sie einfach durch. Juhu! Start dich nochmal bitte, Karin. Achso. Wenn ein Klotz da steht, geht's nicht weiter. Aha, interessant. Dann wird das irgendwie komisch abgeprallt. Das war mein Bericht vom Turtle-Rennen. Man sieht hier die verschiedenen Turtle-Strecken, die entstanden sind. Die Parcours, die gemacht worden sind mit den Turtles, kann man theoretisch auch graben und bauen und weitere Dinge tun. Das war jetzt nicht Teil dieses Tutorials. Das muss man einfach mal ausprobieren. Vielleicht funktioniert auch bei den Mod noch nicht alles. Wir sind es nicht ganz sicher. Speichern und wieder aufrufen war, ging manchmal, manchmal nicht. War noch ein bisschen buggy. Wir sind dran, das besser zu machen, aber man kann schon mal Kids zeigen, wie Programmieren geht. Dafür lohnt sich diese Turtle, die klassische Übung eigentlich für den Einstieg in die Programmierung. Auch dies kann man in Mindtest machen. Das war Tobias Akastogromi mit dem Vlog über den Mindtest-Server.